Willkommen, liebe Clasherer, bei mir im Thorsten-Radtuch, beim Clan. Ja, simply good. Ja, irgendwann muss ich auch mal Abschied nehmen. Also ich war ja am Wochenende in dem Stream hier und ihr seht, der Lava-Hund hier nimmt auch so ein bisschen Abschied. Bye-bye, Lava-Hund. Und auch bye-bye, na, wo kommt er denn? Ah, der ist ja so langsam. Also Lava-Hunde sind doch immer etwas schneller als die Loons. Hier sind die beiden Loons, beziehungsweise hier ist der eine Loon. Und ich sage also auch hier bye-bye. Aber ich habe hier, glaube ich, man darf ja heute nicht mehr sagen Projekt. Projekt ist ja jemand anders vorenthalten. Sondern ich habe hier, glaube ich, mein Wochenende relativ nett verbracht. Also wir haben ja den Stream am Samstag hier gehabt aus dem Clan Simply Good, wo ich auch die Clanspiele beendet habe. Also wir sind hier auch durch. Ihr seht das hier. Ich habe auch meine 2000 Punkte eingeheimst und es gibt natürlich noch ein paar Challenges zu machen. Mal sehen, was wir an Rewards hier auf jeden Fall mitnehmen. Und das war ja so ein bisschen mein Ziel hier. Also Clankrieg haben wir am Samstag gesehen. Ich verlinke euch da ist das immer in der Infokarte, den Livestream, der heute auch noch online kommt, beziehungsweise heute Morgen für euch online gekommen ist, den verlinke ich euch. Also wer noch ein paar mehr CK-Angriffe sehen will, als die ich euch jetzt noch zeige, der muss den Stream einfach nochmal schauen. Ich glaube, es waren wieder gelungene 2 Stunden, hatte ich so ein bisschen so das Gefühl. Also es hat mich unheimlich gefreut. In dem Clan hier ist sehr, sehr viel Aktivität, keine Frage. Und vielen Dank nochmal jetzt muss ich mal gerade schauen, wer es eigentlich ist, wer mich hier eingeladen hat, beziehungsweise wessen Einladung ich ganz kurzfristig gefolgt bin. Das war jetzt keine langfristige Sache, sondern das war wirklich sehr, sehr kurzfristig. Ich muss mal eben gucken. Es ist der relativ weit unten hier. Wo ist er? Da ist er. Der Samirus hatte mich hier angeschrieben und bin der Einladung ja wirklich sehr, sehr spät gefolgt, aber wir gehen jetzt mal in den aktuellen CK rein. Ich habe mir auch mal wieder eine Liste gemacht, welche Kämpfe wir uns noch anschauen wollen und sollen, und wir fangen an mit der Nummer 37, also relativ tief in diesem Nachkrieg. Und wir sehen hier als erstes auf die Nummer 37 von 23 von Fabi. Das ist leider so hier gewesen. Ich habe euch viel im Livestream schon gezeigt, aber wir wussten von Anfang an, dass wir tiefer gehen müssen. Wir mussten einfach tiefer gehen, weil uns unten etliches an RH9-Angriffen gefehlt hat. Also richtig, richtig viel. Und sowas habe ich übrigens auch noch nicht gesehen. Ein Heilzauber auf Heiler und Queen. Okay, also Wutzauber habe ich schon gesehen, aber Heilzauber noch nicht. Kann man mal machen. Ist auch. Ja, zeigt zumindest Effektivität. Die Queen wurde nämlich eben mal doppelt durchgeheilt. Also A vom Heilzauber, B von den Heilern. Aber gegen so eine Base, ich meine, ist es eine Russia RH11 Base, also so ein Engineered Account. Und da musste hier schon 10er ran, denn wir hatten, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, ich weiß es nicht mehr genau, überhaupt keine 9er mehr, die hier mal eben rüberraschen. Aber ich meine, der hat auch 10er Def hier, wenn auch keine X-Bögen, keine Infernos. Er hat eine Queen. Er hat Defense, so muss man sagen. Er hat eine Clanburg und das ist dann nicht immer so, komm, da rutsche ich mal eben mit meinem Neuner, mit Hox rüber oder so, in keinster Weise. Und von daher mussten hier das schon teilweise 10er erledigen. Ihr seht das hier, die Base ist jetzt natürlich nicht so, für einen 10er jetzt nicht so super stark. 5 Zauber, 20 Truppen mehr als ein 9er. Ah, da geht schon ein bisschen was. Vor allen Dingen mit den Bowlern und den Minern hier. Oh, mein Stuhl. Und den Minern hier. Die er auch schon auf Level 3 hat. Also auch das ist natürlich eine coole Truppe im Rathaus 10 Bereich. Gerade wenn du so ein bisschen, jetzt werde ich wieder denglisch, so ein bisschen dippen musst hier. Also du musst runtergehen mit deinem RH, also RH10 auf RH 11 engineert. So ist das ja hier eigentlich. Und hat er aber, glaube ich, ganz gut gelöst. Klar, diese Engineer-Accounts, die haben immer oder sehr, sehr häufig Punkt-Def vor allen Dingen sehr hoch. Also die Bogenschützentürme, Luft-Def sowieso meistens maxed. Und natürlich, 4 Tesla, die auf Maxed-Level waren. Haben wir gerade gesehen. Ich meine, bringt so einem Account hier nichts. Vor allen Dingen, wenn so ein Account hier nichts zurückbringt. Ja, also
Von daher musst du dann schon so ein bisschen aufpassen als Engineered-Account, dass du eine schwache Base hast. Keine Frage, so wie diese hier. Aber du bist selber ein sehr guter Angreifer im oberen Bereich. Ich will das mal gar nicht so schlecht reden. Ich rede das einfach mal ein bisschen schön. Aber so ist es leider. Und wir gehen weiter. Ich muss auf meine Liste gucken. Auf die Nummer 30. Und man könnte ja meinen, oh, jetzt geht der Tutu hier immer 7 hoch oder so. Nein, lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen, wie gleich der Sprung sein wird. Denn ich muss immer wieder darauf hinweisen. Also da, nein, da. Okay, da oben, beziehungsweise ich verlinke euch auch den Livestream noch im Abspann. Also könnt ihr dann direkt draufklicken, wenn ihr möchtet. Könnt ihr noch ein paar Phrasen sehen. Könnt ihr einfach mal vielleicht neue Channel-Zuschauer mal sehen, wie so ein Livestream hier abgeht bei mir. Wie das Ganze vonstatten geht. Ich glaube, ich bin nach wie vor ganz gut chataktiv, sofern ich es mitbekomme und selber kein Motto habe. Eigentlich haben meine Livestreams immer irgendein Motto. Also nicht nur CK und gut, CK und Toto lehnt sich nach hinten, sondern so ein bisschen mache ich ja auch, was auch immer. Ich habe an dem Abend, glaube ich, die Clanspiele beendet und war letztendlich easy peasy, gar keine Frage. Habt ihr gesehen, wie leicht man die doch machen konnte. Und was ich aber auch erst nicht so geblickt hatte, ich hatte ja einen Tag vorher, beziehungsweise am Vormittag kam ja noch eine Folge für euch, Clanspiele. Und da habe ich mich noch total gequält und bin abends im Livestream drauf gekommen. Ich denke, hey Toto, du bist ja eh in so einer Lone Liga hier. Da kannst du auch eben mal die Clanspiele machen. Ganz, ganz easy peasy. Und easy peasy kommt hier aber auch der Plaxness hier rein. Und hat jetzt schon mal Clanburg und auch gegnerische Queen eliminiert. Ja, mit dem Queenwalk, das ist durchaus gängig. Und getankt wurde hier jetzt so ein bisschen kurz mal, habt ihr eben links gesehen, mit dem Riesen. Mache ich ja auch ganz gerne im R9-Bereich so. So einige habe ich jetzt auch mal gesehen mit meinem R9-Accounts. Klappt es ja auch nicht immer. Ja, da habe ich auch so eine Angriffsstrategie die Tage gehabt mit so einem kleinen Killsquad, ein Golem, viele, viele Hocks. Das ist daneben gegangen. Queen total quer gerannt, Valkyren jenseits von Gut und Böse irgendwo gerannt und hat mir gleich Hem und Spott eingefangen, so nach dem Motto, boah, Toto, was war das denn für eine Kacke? Ja, ich sag mal, Kacke wird so ein Angriff immer dann, wenn dein Killsquad nicht ordentlich rennt und du deine Ziele eigentlich nicht mehr im Clankriegsangriff so verfolgen kannst, dann wird das auch mal nur ein Einsterner. Ein Fail wurde das nicht. Aber durchaus gängig hier auch mit dem Queenwalk und mit den Schweinereitern hier durch so eine Base zu gehen. Und ich glaube, hat er ganz gut gemacht. Aber ihr seht das auch hier, 18 auf 30. Es ging einfach nicht anders. Wir mussten so vorgehen und auch unsere Rathaus Elva und auch ich habe extrem dippen müssen am Ende. War aber alles nicht schlimm. Und ich habe es ja eben schon angedroht, wir springen ganz, ganz extrem. Wir sind hier jetzt nämlich schon auf der 10. Base. Also unser Twinker hier hat auf die Nummer 10 angegriffen, hier auf den Tata, so heißt er, glaube ich. Tata, Toto, sehr, sehr ähnlich. Und ja, das ist einer der Engineered Accounts. Oh, ich gehe mal ein bisschen so rein, dann seht ihr, glaube ich, ein bisschen mehr. Ich weiß, auf Handys ist das immer ein bisschen kleiner, je nachdem. Auch auf meinen 6,5 Zoll S7 ist das schon ein bisschen klein. Und von daher, ja, so, ich glaube, so ist es ganz gut für euch. Und ja, letztendlich, ihr seht das hier, Maxed Out Engie aus dem unteren Bereich oder aus so einem Midrange-Bereich, so will ich es mal sehen. Denn 25, der Twinker ist jetzt nicht ganz so super hoch und nicht ganz so super tief, sondern er ist genau in der Mitte von dem 50er gewesen. Und ich glaube, hat er gut gelöst hier. Diese Base hier, sie war ja schon sehr, sehr stark maxed. Kann man hier anders sagen. Und wir sehen das hier jetzt außen. Außen geht jetzt richtig noch was auf die Außenbahn hier. Also super Angriff hier von unserer 25 auf die 10. Und wir gehen natürlich gleich noch ein kleines Stück höher, gar keine Frage. Schauen wir mal, wie das hier weitergeht. Okay, und immer schlecht, wenn ich mal auf Pause oder Aufnahme komme. War jetzt mal so ein kurzer Cut drin. Ich bin nämlich versehentlich auf den Pausenknopf 4 gekommen und die Aufnahme lief einfach weiter. Ist natürlich ein bisschen doof, aber alles immer doppelt und dreifach aufnehmen. Ihr seht das hier, ich bin noch so ein bisschen im Büro zivieren
und komme hier teilweise nach Hause, vor allen Dingen in der Woche, setze mich hin, nehme was Anständiges auf, muss dann auch noch schneiden, Familie, bla. So ist das manchmal. Und deswegen habe ich den härtesten Schnitt aller Zeiten hier drin. Also wir springen von 3 bzw. von 10 auf die Nummer 3. Der Krissel hier auf diese etwas veraltete Ringbase, so will ich es mal sagen, mit einem Queenwalk, der hier unten beginnt. Ich gehe mal ein bisschen näher für euch rein, glaube ich. Und schauen wir mal, wie. Na, schauen wir mal, das ist auch ein Satz, der stammt so gar nicht aus meinem deutschsprachigen Raum, wo ich eigentlich hierher komme. Aber man gewöhnt sich ja so ein paar blöde Phrasen an. Und aber hier schön mit der Queen und mit den Worten schon mal gefunnelt, beziehungsweise die Queen sollte natürlich zum Queenwalk so ein bisschen weitergehen hier. Gucken wir mal, wie es hier so ein bisschen weitergeht. Aha, hier unten wird jetzt gefunnelt mit einem Bowler, einen einzigen, damit die Queen nicht doch noch versehentlich so Richtung Labor rennt hier. Dann ist der Angriff gestorben. Und dann kannst du nur noch irgendwo viele, viele Truppen hier in diesem Bereich setzen zum Weiterfunneln. So, 2 X-Bogen feuern auf die Queen. Clanbo kommt dazu und Queen ist noch nicht gezündet. Warden ist auch noch nicht gezündet. Doch, Warden hat er eben schon gezündet, glaube ich. Aber er lässt hier jetzt erstmal Giftzauber um Queen. Oh, jetzt dreht die sich um zu den Skeletten. Da kriegst du als Angreifer, würde ich hier schon wieder so, boah, nee, geht gar nicht. Aber er kommt hier weiterhin gut rein. Schönes Loch hier noch für die Riesen. Und jetzt geht es so ein bisschen im Trupp hier. So ein paar Bowler. Das macht nichts. Ein paar Bowler gehen hier auch außen rum mit Magierunterstützung. Aber die Masse bleibt hier schon mal drin. Also hier wird so ein bisschen der Ring aufgeräumt. Das ist ja eigentlich dieses Prinzip. Hier kommt schon mal der Sprungzauber. Und guck mal, was jetzt passiert hier. Das ist der Hammer. 12 Valkyren. 12 Valkyren hier in der Mitte. Unterstützt mit einem Wutzauber. Und jetzt guckt euch das mal an, wie schnell. Ihr könnt das anhand der Sekunden unten sehen, wie schnell die Mitte hier weg war und der Sprung. So Mädels, wir können, oh, sowas, ein Sprung. echt krass. Und die rasieren hier natürlich noch weiter. Immer schön zwischen 2 Gebäude. Hier oben geht so dumm das Killsquad weiter voran. Und also die Valkyren sind hier wirklich schnurstracks durch. Echt krasser Angriff. Und so ein bisschen verkenne ich die ja. Ich kann Valkyren, muss ich sagen, gar nicht. Also ist für mich eher schwierig, die zu setzen. Ich habe sie allerdings auch noch auf 5 und die werden jetzt irgendwann mal leveln. Denn so langsam, ich wollte jetzt nicht sagen, geht es mit meinen Truppen, der Neige zu. Aber irgendwann ist natürlich auch eine dunkle Truppe bei mir dran. Aber ich habe jetzt erstmal das Ziel, glaube ich, dass ich meinen nächsten Helden auf Max Level bringe. Und mein nächster Held, das kennt ihr aus meinen Folgen, ist mein King hier. Aber super Angriff hier. Hier steht auch nichts mehr in den Ecken. Mit Unterstützung noch der 2 Loons am Ende. Sehr, sehr gut gemacht hier vom Krissel. Und ja, ich will das ganze Geheimnis natürlich lösen, damit ihr auch das Ergebnis kennt aus dem Stream. CK, wir haben 135 zu 126 gewonnen. Haben es also gut gerissen, vor allen Dingen ganz zum Ende. Ihr seht das hier in den War Events. Haben wir uns nochmal gedacht, kommt alle 11er hier, auch ich, nochmal richtig fetten Dip hier auf 10er oder auf NGs. Und haben hier so noch, ich nehme mal ab, ab meinen Angriff, nee, ab Barbo, glaube ich, ist es. Nee, der Steff hat noch eingeholt, der Barbo hat noch eingeholt, ich habe noch eingeholt, dann hat der AAUW noch eingeholt, Kambes noch 2 geholt, also am Ende haben wir hier doch nochmal richtig krass dominiert, auch Sharky hier 2 Sterne, ich glaube den einen Stern haben wir auf die 1 gesehen im Livestream, also gut gerockt hier. Ich hoffe, ich habe mich hier gut benommen in diesem Clan. Also Clanspiele, CK. Ich weiß, das Video ist nicht über jetzt, sondern es war einfach noch fällig, weil es hat mir hier wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ich würde mich jetzt auch von dem Clan verabschieden, wenn ich nicht noch ein paar Riesen spenden würde. Ich nehme mal noch meine letzten Spendentruppen hier weg. Ah ja, ganz gerne, dass ich noch mal so ein bisschen was rauskriege. Tanks und Eil. 1, 2, 3, 4, 5, da ist er, mein Einladener. Und dann bedanke ich mich hier, gehe jetzt auch raus. Ich bedanke mich für das schöne WE bei euch und würde mich gern verabschieden. So, yo.
Dann habe ich jetzt nämlich, habe ich zumindest noch ein bisschen was verspendet. Oh, ihr seht hier die ganze Armada, die hier geht. Mache ich eigentlich ganz gerne. Ihr kennt mich, denn in der Regel baue ich das genau so. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich glaube, wir haben jetzt gerade eine ganze Masse verspendet hier. Was die Sachen angeht, ich baue jetzt schon mal für den nächsten Clan, in dem ich nämlich vorgesehen bin, so ein bisschen vor. Ich nehme mal noch, glaube ich, passt nicht ganz. Ich nehme die Riesen mit rein und wer mich jetzt nicht mehr liest, vermutlich wird mich nicht mehr jeder lesen hier. Es sind immerhin noch 10 oder 9 Leute online. Also ich gehe jetzt raus aus dem Clan. Ich bedanke mich bei euch. Fabi schreibt noch, mach's gut. Jo, alles klar. Also war ein schönes Wochenende Clanspiel rum. Schöner 50er CK. Guckt euch den Stream ruhig nochmal an. Und ich gehe jetzt in jedem Fall in meinen alten Clan zurück. Wo bin ich? Da bin ich. Leaf. Kurz und schmerzlos. Dann ist das auch nicht immer ganz so schlimm. Das Witzige ist, ich habe Bad Taste nicht mal in meinen Bookmarks, weil die sind voll mit anderen Clans. Deswegen setze ich mir einen Filter. So. Eigentlich müsste ich sie jetzt finden. Es gibt nur diesen Clan hier. Bin zurück. So. Bin zurück, mal sehen, ob die mich annehmen hier. Ich denke mal, die werden mich annehmen, denn ich hatte mich vorher schon angekündigt. Also der Abschied jetzt war kurz und schmerzlos. Ist einfach so, dann heule ich denen keine Tränen nach oder kriege noch irgendwo Gewissensbisse oder sowas. Und oder ein bisschen zu lange, vielleicht nehmen die mich doch nicht an. Falls ihr euch das noch anschauen wollt, mal schauen. Aha, hat ein bisschen gedauert. WB, welcome back. Vielen lieben Dank, dass ihr mich doch noch aufgenommen habt. Ich hatte schon leichte Zweifel, aber ich habe das schon angekündigt, in dem alten Clan, also bei Simply Good, dass ich gehe. Und ich habe mich auch gestern schon angekündigt, dass ich heute Abend wieder reinjoine. Also ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Mal sehen, nächster 50er kommt bestimmt oder was auch immer. Bis dahin, euer Toto.